Hallöchen. Im vorigen Video haben wir ja hier einmal das Jiffitos drauf gebrannt. Und jetzt komme ich nochmal zu einer Sache. Die hat damit jetzt nichts zu tun, aber ich habe ja den Pico-Set. Da habe ich ja schon ein Video gemacht, wie der klingt. Ich habe da auch schon ein neues IC untergelötet. Deswegen habe ich da auch Soundausgabe. Und ich habe von dem Thorsten, der das Ding hier entwickelt hat, Software bekommen, auch ein Konfigurationsprogramm für den C64. Nun weiß ich nicht, ob ich zuerst die Firmware hier drauf, Firmware da drauf flashen muss oder ob das, ob ich über den C64 direkt geht, probiere ich gleich mal aus. Ich muss aber noch mal eine Sache loswerden, auch wenn du jetzt zuguckst, Thorsten, du machst das jetzt auf dem Raspberry Pi Pico. Ich habe jetzt bei Facebook, ich guck noch mal, ob ich das jetzt gerade noch auf die Schnelle finde. Ich glaube, ich habe mir das abgespeichert. Ja. Und zwar nennt sich das Ding SidKick Pico. Das scheint, das SidKick Pico ist ein direkter Ersatz für die Sid. Sagst du es in den Computer, blablabla. Es besteht aus einer einfachen Schnittstellenplatine und einem Raspberry Pi Pico oder einem kompatiblen Klon. Die Emulation basiert auf einer erweiterten Version vom Resid 0.16 und enthält einige zusätzliche Funktionen. Duale oder basierend auf Resid, optionale Weite von die gespielte zweite Sid-Adresse. Und einige ein externes Chip-Auswahlsignal, Paddle-Maus-Unterstützung, integriertes Konfigurationsmenü, Tonausgabe per PWM Mono über das Mainboard oder in Stereo über ein PCM 510-2A DAC-Board in Klammern empfohlen. Also Thorsten, ich glaube, du bist nicht der Erste, der sowas hier macht. Ist aber nicht, ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, das ist sogar, ist das ein Englischer? Da gibt es sogar ein Video zu. Das ist ein Deutscher. Okay, das hat schon einer gemacht. Aber das ist mir jetzt relativ egal. Ich habe jetzt das Programm von Thorsten auf meinem Pi 1541. Ich baue das jetzt hier mal schnell um. Können wir, glaube ich, zusammentun. Wo habe ich jetzt die Pinzette? Da. Bauen wir mal schnell zusammen um. Noch der richtige, ne? Ja. War das der? Ja. Der ist das, ja. Ja, der ist das. Und wieso habe ich die denn da beiseite geführt? Achso, ja. Ne, ist gut. Ja, ne, ist der richtige. 8580, ja. Bauen wir hier mal schnell um. So, so. Ich starte die Aufzeichnung. So. Ach, einen Ton sollte ich auch haben, sonst kriege ich es nicht synchron. So. Ich starte mal. Ach, ich bin im Jiffitos. Kann ich ja so lassen. Gut. So, ihr seht das jetzt leider nicht. Muss den erst einschalten. So, jetzt sollte ich dahin kommen. Pico Sid Programm.
So, mal gucken. Sollte theoretisch gehen. The Pico Sit. Ja, ist klar. Moment, ich muss mir das mal zurechtfinden. Nachher hat er mir viel das. So, mal gucken. Kein The Pico Set gefunden. Okay. Das heißt, ich müsste theoretisch erstmal die Firmware flashen. Gut, dann machen wir den einmal aus. Dann brauche ich ein USB-Kabel. Wo ist das? Das war ein Mikro, ne? Ja. Ja. Dings, Taste drücken und... Da hat er den. So, dann muss ich mir noch den... Pico Sit Gedönse Dings einmal reinkopieren. Gut. Okay. So, jetzt hat der auch die LED am Leuchten. So, ich schalte ihn nochmal ein. LED leuchtet. So, Load. 0,8. Okay. Filter immer yes, externe Filter immer no, Digiboost Boost no, Firmware Version 020. Okay, das müsste passen. Ja, 020, ja, passt. Was kann man da jetzt hören? Okay, machen wir so, Filter, no, yes, externe Filter. Mach mal Exit. So, ich würde jetzt mal einfach behaupten, ich gehe mal auf, wie war das? Ne, Device 8 und Yiffy DOS 1541. Ghost and Goblins, nee. Wonderland. Wonderland, das könnte gut sein. Wonderland 13. Inset Disk 2. Inset Disk 3. Da scheint wohl Ton zu sein.
Okay, das hört sich wirklich gruselig an. So, nochmal. Das brauche ich jetzt ein bisschen länger. Das hört sich mit Yuffie noch mal anders an. Mal den. Das hört sich schon anders an. Das hört sich schon mal anders an. Die beiden mal mit an, wie sich das dann anhört. Hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. So, jetzt nur der Richtigkeitshalber mal nehme ich den Original wieder. Original da wieder rein. Einmal das. Noch kein richtiger Vergleich, aber was ich schon mal sagen kann,
Das ist schon mal gut, dass es eine Update-Version gibt. Ich werde das Ding noch mal insgesamt direkt testen. Und dass es ein Konfigurationstool dafür gibt, ist ja auch nicht mal so verkehrt. Warum sich der jetzt mit dem 65 oder 63, 81 oder wie das jetzt war, keine Ahnung, der Vorgänger von dem Chip, warum sich das noch schlimmer angehört hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nee, gut, aber das Video sollte jetzt einfach nur zeigen, da geht es noch weiter. Es gibt jetzt ein Konfigurationstool. Ich habe die nächsthöhere Softwareversion. Es hört sich schon mal, also auf den ersten Eindruck schon mal ein bisschen besser an. Mit der Konfiguration muss ich halt durchspielen, was am besten ist. Und wie gesagt, es gibt da schon einen anderen, der da schon irgendwie was gemacht hat. Den Sidekick Pico. Habe ich nicht gewusst, habe ich nur per Zufall gesehen. Das ist bei Facebook so eine Gruppe gewesen, wo ich das gesehen habe. Vielleicht gibt es ganz viele Leute, die an sowas rumarbeiten, aber bin mal gespannt, wie weit das noch geht mit dem Pico-Sit hier, The Pico-Sit, wie weit das noch geht. Thorsten, du kannst mir ja nochmal schreiben, ob du da nochmal von Facebook die Seite möchtest oder das YouTube-Video. Weiß ich jetzt gar nicht, wo hat er hier denn noch? Hat er da noch mehr drüber? Replacement. Nee, Video. Atari. Maus. Sidekick. Pico. Ja, Sidekick Pico 2. Le Park Stereo Sid. Vielleicht willst du auch den YouTube-Kanal nochmal haben. Mal schauen. Kannst du mir nochmal sagen. Also, ich danke dir schon mal. Ich habe das jetzt mal probiert. Was das jetzt insgesamt wirklich direkt bringt, werde ich in einem der nächsten Videos dann mal sagen. Darüber einmal kurz am Anfang gleich darüber und dann kommt der Rest hinten dran, was ich da noch vorhab. Aber scheint zu funktionieren. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.